Hey, Clementine. Hey. How's he doing? He's perfect. Who's a perfect little man? Sieht Carver gar nicht ähnlich. Er sieht Who's aus wie Alvin. Was sollen wir jetzt machen? Man in the whole world? He looks like Alvin. You think so? Definitely. Thank you. I'm fine. I just wish I could get warm. Clem, why don't you give her that coat we found? Sorry, you know, about the color. You really think I care about that? Do you want to hold them? Nein, danke. Ja, bitte. Ich weiß nicht wie. I don't know how. It's easy. Just keep him close and support his head. Oh mein Gott. Das Baby voll in der heftigen Situation geboren. Okay, ich habe ihn mitgehalten. Er schreit, was soll ich tun? There you go. You're natural. Look at you. Like a big sister. Here, let me take him. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About 2 years ago. I'm fine. Plus, somebody's gotta watch you while Mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. What are you doing? Listen, I'm sorry. I've got to go. Wohin? Was ist mit Luke? Ich verstehe. Go. Go where? Just away, okay? You know, Jamie, Sarah. I'm not gonna stick around and watch it happen to you too. You know, mir wird nichts geschehen. Ich bin nicht wie sie. Ich dachte, du glaubst an mich. But I thought you believed in me. I do. But give it enough time and everyone's luck runs out. Dann deins aber auch. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. They'll make you feel like ich verdanke ihnen alles. Kann ich mit dir kommen? Family. Oh, when push comes to shove. I owe these people everything. They've kept me safe, looked out for me. I wouldn't be here without them. Well, they can't keep you safe forever. No one is safe forever. You take care of yourself. I mean that. Here. Nimm Nagelfeile, Nagelfeile ablehnen. Thanks. Yeah. I gotta go. Hey, thought you'd be asleep by now. You okay? Mir geht's gut. Nein, nichts ist in Ordnung. Es ist nichts. No. I guess we all got stuff on our minds. The temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scavenge. What? Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Damn it!
Keep it down. Sorry. Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two can roll around like fucking teenagers. Look, I made Kenny denkt an die Gruppe. Luke hat nichts falsch gemacht. Die beide sind Trottel. What do you want from me? Luke didn't do anything wrong. Not now, Clem. Look, I'm sorry, okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer, and Jesus Christ, I needed it, okay? I mean, look around you, okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine, but this baby, he's what matters now, got it? So get your shit Kenny, together. Where's my baby? Is everything all right? Mm-mm. Kann mal jemand das Baby nehmen? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north, get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies, and not that far from here. Whole lot better than here, anyway. Aber auch eine Menge Walker, Looks like ne? That's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. Whoa, whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days, at the least. We've got that baby for Wir sollten morgen früh aufbrechen. Rebecca braucht eine Pause. And what about shelter? We'll freeze out here. Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. Okay, fine, if that's what you want. Look, we should all try to get some sleep. It's been a long day. Guter Plan. Wenn sie noch eine Nacht zum Ausruhen hat, ist gut. Aber ohne Essen und Wärme und alles kommen die hier auch nicht mehr lange klar. Es schneit sogar schon, das muss arschkalt sein. Sorry. Okay, also so oder so sieht es schlecht aus mit Rebecca. Also werde ich mein Möglichstes tun, damit die Mutter des Kindes noch weiterlebt. Und ich glaube nicht, dass sie gut überleben kann, wenn wir sie da lassen. Es sei denn natürlich, die Gruppe teilt sich auf und die einen gehen in die Stadt und sie bleibt da. Aber die Möglichkeit gab es gerade nicht, also gehen alle los. Das muss auch ziemlich kalt für das Kind sein. Alles scheiße, auch für Clementine. Und Jane ist weg. Und Sarah ist tot. Und alles kacke. You alright? She's exhausted. We all are. Ja, jetzt guckt Kenny mich an. Oh, ich weiß nicht, ob die das überleben wird, ganz ehrlich. Es ist ja auch immer Clementine, die das entscheiden muss. She was in better shape. She wasn't gonna get no better back there. We gotta find food. Get her someplace warm. This look like someplace warm to you? We could still turn back. That's not an option. Everybody hang in there. We gotta keep moving if we're gonna make it to that town before nightfall. You don't even listen to anyone else. You just go on barking orders. You gotta lighten up. Wir sind alle müde. Wir müssen weitergehen. You're pushing them too hard. I'm just doing what has to be done. Like always. You're not helping anything by arguing. Don't forget, you agreed with me last night that we should get moving as quick as possible. Oh, scheiße. Over here. This place is it. Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No, you rest for a minute. I'll wash him. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? Solltest Luke mal zuhören. Kenny weiß, was er tut. And not just right now. He's not your baby. I was just trying to help. Hello? What is this? Ach, er schon wieder. Hier, der Typ mit seinen komischen medizinischen Vorräten. Arvo, genau. Sag ich doch. Jane and I met him on the observation deck. Before everyone else came. That's the guy? You know this son of a bitch? What's he want?
Ich vertraue nicht. Wir sollten ihm helfen. Ich glaube, dass er seine... That ain't the point. Hello? Please? We should help him. We kind of owe him one. All right. Hello. Your name is Clementine, yes? Hi, Arvo. These Hallo, are your Arvo. Friends? I'm hoping you can help me now, not like before. All of you can help. Es tut mir leid, wie geht's deine Schwester? Was brauchst du? How is your sister doing? Sister? Not so good. I need, things for... bandages. I need bandages. Are you hurt? No. Никакие оружие! Никакие оружие! Никакие оружие! Fuck! Это они? Да. Это они. Скажи им, чтобы они поставили их оружие на пол, и что мы забираем все, что они имеют. Что ты хочешь, чтобы я знал? Откуда я знаю? So lustig, wir wollen keinen Ärger. We don't want any trouble. I told them you are the ones who robbed me. They think it's funny that you're just a little girl. Robbed? And they want you and your friends to put down the guns, so we can take your things. Whoa, whoa, hang on. Du nimmst gar nichts. Das ist etwas aushandeln. Jane hat gestohlen, nicht ich. You robbed this guy? Maybe we can work something out. Arvo, что она говорит? Wir geben es doppelt, wir geben euch etwas Gleichwertiges. Was willst du? What would you want us to give you? Was misst ihr? I'm sorry, Clementine. But we are not here to make deals. Buriko is saying that we will take everything. Hä, ja, aber wir haben doch gar nichts den weggenommen gehabt. Wie kommt er darauf? Arvo, скажи, чтобы они опустили оружие. All of you, just wir haben ein Baby, wir werden unsere Waffen niederlegen, wenn ihr das auch tut. Find my ass! Слушай, Арво, почему они не... Please, tell them not to shoot! Опусти оружие сейчас! Арво, что происходит здесь? The fuck is she saying? Why get excited? I will not let them touch that baby! You have a baby with you? У них грудничковый ребенок! Если ты знаешь, что хорошо для тебя, опусти оружие сейчас! И слишком много! Бурико, отойди! Drop that now or I'm gonna fucking shoot it! I'll do it! No. Drop it! Drop it! Don't fucking... Don't move! I said, don't move! Ты хочешь умер yet? Зли меня. Ты думаешь, что я хороший мужчина? Найн, Ребекка. О май гад, Ребекка. Опусти оружие! Я зачем от этого стреляете? Я не хочу умирать! Эшисе, Ребекка. Руф на Хилфе. Ребекка, no! Найн, о май гад. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war das Episodenende. Oh mein Gott, war das eine heftige Episode, ganz ehrlich, Leute. Meine Entscheidung, Episode 4 inmitten der Ruinen. Hab ich sie zurückgelassen, die Sarah. Viele haben gedacht, ja, das, dann nehme ich sie nochmal mit. Ich bin eigentlich wieder im grünen Bereich, finde ich. Roped Arvo, nein, wir haben es nicht gemacht. Natürlich habe ich das nicht gemacht gehabt, in der Hoffnung, dass eben nicht sowas wie jetzt passiert und die eigentlich uns helfen. Und irgendwie benehmen die sich gerade so, als hätten wir sie ausgeraubt. Das irritiert mich irgendwie gerade. Was ist das in der Mitte? Ich weiß gerade nicht, um was es da nochmal ging. Was das für eine Entscheidung war. Help the baby. Ach so, vielleicht hier beim Baby bleiben, statt, also bei der Entbindung helfen, statt mit den Walkern und dann halt am Ende Ребекка. Boah, ich wusste, dass sie das nicht schafft, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, selbst wenn man zurückgeblieben wäre und sie noch eine Nacht hätte schlafen lassen, ich weiß natürlich nicht, ob sie dann auch überlebt hätte, aber ich glaube, so oder so, dann hätte es geheißen, sie hat nichts zu essen und dann wäre sie auch schwach gewesen. Vielleicht hätten wir noch eine Nacht warten müssen. Falls jemand von euch diese Entscheidung getroffen hat, nicht direkt loszumarschieren mit Ребекка, sondern nochmal eine Nacht zu schlafen,
Sagt mir doch mal, ob das überhaupt ging und ob Rebecca dann am Ende es besser geht und ob sie dann überlebt hätte und nicht am Ende jetzt zu schwach gewesen wäre. Das ist natürlich echt scheiße und viele haben sie direkt erschossen. Okay. Ja, ging alles ziemlich heftig schnell. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode von The Walking Dead. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr so denkt und überhaupt, ich muss jetzt mal kurz einmal ein- und ausatmen und darüber nachdenken, was hier alles passiert ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann!